Wir leeren also unseren internen Arbeitsspeicher, machen uns bereit für die zweite Starterin im Wettbewerb, die auch ehemalige Studierende ist. Hier, du wohnst aber noch in Lüneburg. Du, ja? Ja. Was heißt ja? Es ist sehr, noch ein bisschen. Okay, das reicht uns. Immerhin bist du heute Abend hier. Du bist auch ehemalige Studierende der Umweltwissenschaften, hast eine Bachelorarbeit geschrieben über Gärten, und zwar über ganz spezielle Gärten. Ich verrate jetzt noch nicht, welche speziellen Gärten das denn sind. Oder wissen Sie... Ach so, ja. Ja, es sind Waldgärten. Jetzt auf einmal, Sonne, fällst du mir in den Rücken. Nee, jetzt kann man es gut erkennen. Du hast auch einfach klug die Farben gewählt. Ja, wo war ich hingewählt? Ihr müsst jetzt einfach mit... Nee, ich kann noch eine Sache sagen. Es ist dein zweiter Science Slam. Du bist nämlich damals auch schon aufgetreten mit einem anderen Thema in der Mensa. Und da hattest du noch eine Partnerin dabei. Ihr wart ein Team. Heute ist sie das erste Mal ganz alleine auf der Bühne. Begrüßt bitte Johanna Lynn Liebmann mit einem 10-Punkte-Applaus. Ja, eine Technikeinweisung wäre noch hilfreich gewesen. Aber vielen Dank nochmal für die Einladung. Und genau, ich freue mich total, hier zu sein und euch etwas über Waldgärten zu erzählen. Ich bereue ein bisschen die Zeit, die ich in die PowerPoint investiert habe und nicht meinen Text gelernt habe. Aber ich versuche mal, ob das trotzdem klappt. Super, wir gucken mal, ob das in den nächsten Folien auch noch so ist. Ja, dann sage ich ja mal Klick. Genau, Waldgärten, was ist das eigentlich? Das sind rekonstruierte Naturwälder, in denen Wild- und Kulturpflanzen koexistieren, sodass die strukturellen Merkmale und ökologischen Prozesse natürlicher Wälder erhalten bleiben, obwohl die Artenzusammensetzung an die menschlichen Bedürfnisse angepasst werden. Für alle von euch, die auch nach dieser tollen Definition noch nicht so ganz wissen, was das ist und noch große Fragezeichen im Kopf haben, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Gedankenreise. Klick, danke. Genau, stellt euch vor, ihr steht in einem Wald. Ihr fühlt den weichen Boden unter euren Füßen und der Wind raschelt in den Bäumen. Eine Hummel fliegt gemächlich vorbei und irgendwo singt eine Amsel. Aber ihr seid nicht umgeben von Buchen, nein, da steht ein Apfelbaum neben dir, dahinter eine Kirsche, eine Birne, eine Pflaume, da hinten stehen Esskastanien, Mirabellen, Zwetschgen und eine Walnuss. Die vielfältigen Früchte werden frisch vernascht, für kältere Zeiten eingekocht, verkauft und bieten auch den Vögeln Nahrung. Unter den Bäumen stehen Beerensträucher, Himbeeren. Ich muss jetzt einmal blättern. Das habe ich nämlich auch nicht geübt. Aber es geht mit Beeren weiter. Johannisbeeren und Stachelbeeren neben Haselnusssträuchern. Und zu ihren Füßen wachsen wunderbare Kräuter, Pilze und im Frühjahr sprießt hier der Rhabarber und der grüne Spargel. Klick. Aber Waldgärten können nicht nur Lebensmittel bereitstellen, auch Heilkräuter können hier wachsen oder Fasern für Textilien oder Körbe. Man kann auch Brennmaterial oder Dünger, Material zum Mulchen oder Futter für Nutztiere dort wachsen lassen. Sie bieten Lebensräume für vielfältige Lebewesen, können Orte der Erholung und der Gemeinschaft sein und oder Orte der Nachhaltigkeitsbildung. Sie können sinnvolle Arbeitsplätze diversifizierte Einkommensmöglichkeiten bieten und nach der Etablierungsphase ist auch der zeitliche Aufwand tendenziell gering und flexibel, während die Arbeitserträge hoch sein können. Klick.
Genau. Zusammengefasst sind Waldgärten also von Menschen angelegte Systeme, die sich in ihrem Aufbau an Wäldern orientieren. Und dabei sind sie einerseits durch Bäume, Sträucher und andere Pflanzen, die man wählt, mehrjährig. Im Gegensatz zu klassischen Systemen, die man so aus Deutschland auch kennt. Genau, wo dann halt ja leider jedes Jahr so ein bisschen das ganze Ökosystem platt gemacht werden muss, um dann etwas Neues anzubauen, ist das hier eine wunderschöne mehrjährige Lösung. Genau, sie sind außerdem essbar und bieten auch neben Lebensmitteln ganz viele tolle weitere nützliche Produkte. Und auch von Pflanzen kann man nicht nur die Früchte nutzen, sondern auch Wurzeln oder Blätter. Durch die verschiedenen Schichten wird auch der Platz natürlich optimal genutzt, weil man ein bisschen in die Höhe gehen kann. Und es entsteht auch ein vielfältiges Habitat und das System ist auch resilienter, zum Beispiel bei Extremwetterbedingungen. Außerdem sind Waldgärten multifunktional. Das heißt, wie bereits erwähnt, wachsen da nicht nur Lebensmittel, sondern sie können auch Orte sein für Erholung, Gemeinschaft oder Bildung und Arbeit. Genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal so ein bisschen eine bessere Vorstellung davon, was ein Waldgarten ist. Und dann erzähle ich jetzt mal ein bisschen, was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe. Genau, da habe ich mir nämlich angeschaut, inwieweit die Mitarbeitenden von einem Hof, wo bald ein Waldgarten entstehen soll, verstanden haben, was denn Waldgärten überhaupt sind. Genau, das ist nämlich wichtig, dass damit nämlich ein Waldgarten halt auch wirklich diese vielen Vorteile hat, muss er halt gut designt und gut gemanagt werden. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man weiß, was genau ein Waldgarten ist oder auch sein kann, gerade in der Anfangsphase. Genau, mein Vorgehen war dabei wie folgt. Zuerst habe ich alle möglichen Begriffe durch etliche Datenbanken gejagt und alles Mögliche gelesen, mich mit vielen Menschen ausgetauscht, weitergelesen und überlegt, wie ich das sinnvoll gestalten kann. Dann habe ich Interviews mit den Mitarbeitenden geführt, um die dann später auszuwerten und dann hieß es schreiben, schreiben, schreiben. Rausgekommen ist dabei neben einem 44 Seiten langen Dokument, was noch nicht die Interviewtranskripte mitzählt und der Realisation, dass eine Bachelorarbeit doch nicht nur eine etwas längere Hausarbeit ist. Außerdem ein schönes Auswertungsschema entstanden. Nächstes Mal bringe ich andere Zettel mit. So, genau, mit dessen Hilfe des Auswertungsschema kann man nämlich bewerten, wie gut verstanden wurde, was ein Waldgarten ist. Also da habe ich mir so relevante Papers angeguckt und dann halt so Kategorien aufgestellt, die dann jeweils eigene Kriterien hatten, die dann wieder Indikatoren hatten, wie das halt in der Wissenschaft so ist. Und dann habe ich mir halt angeguckt, haben die verstanden, was so der Aufbau mit sich bringt, das Design, die Funktionen, Herausforderungen, alles Mögliche. Und dieses Auswertungsschema könnte man jetzt auch theoretisch noch für andere Kontexte verwenden. Also zum Beispiel kann man sich anschauen, ob zum Beispiel BesucherInnen von Waldgärten mit einem Bildungsangebot, ob die danach zum Beispiel da gut abschneiden. Ja, außerdem habe ich festgestellt, dass die Mitarbeitenden zwar ein grundlegendes Verständnis davon haben, was Waldgärten sind, aber gerade was zum Beispiel ökonomische Funktionen angeht und Herausforderungen, da noch einige Lücken waren. Generell sind Waldgärten auch hier in Deutschland noch sehr unbekannt und warum sich das ändern sollte, möchte ich euch jetzt einmal damit ein bisschen näher bringen, dass ich ein paar Probleme aufzeige, für die Waldgärten Lösungen bieten können. Genau, die intensive agrarische Nutzung und der Landnutzungswandel, mit welcher ein Großteil der weltweiten Entwaldung und fast ein Viertel von der globalen Treibhausgasemission einhergehen, werden außerdem für 80% des Biodiversitätsverlusts verantwortlich gemacht. Und die Simplifizierung und Standardisierung Ich glaube, es geht weiter mit Landschaften und Ökosystemen. Mal schauen. Ja, die Standardisierung und Simplifizierung der Landschaft und Ökosysteme verdrängt viele Pflanzen- und Tierarten. Und
Biodiversität ist aber unerlässlich für die Sicherstellung unserer Lebensgrundlagen. Sie beeinflusst und reguliert fundamentale Prozesse wie Bodenbildung, das Klima sowie Wasser-, Gas- und Nährstoffkreisläufe. Um die Ursachen der Biodiversitätskrise wirksam zu bekämpfen, ist eine tiefgreifende Umgestaltung der aktuellen Praxis der intensiven Agrarproduktion erforderlich. Die industrielle Landwirtschaft treibt auch die Überschreitung weiterer planetaren Grenzen voran, wie der Klimakatastrophe oder der Süßwassernutzung. Es ist eine dramatische Situation, welche einen akuten Handlungsbedarf erfordert. Und daher bedarf es nicht nur einer Veränderung einzelner Komponenten des Systems, sondern einen gesamtgesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und dabei ist auch eine systemische Herangehensweise einfach mit vielfältigen parallelen Lösungsansätzen unerlässlich. Als Lösungsansatz können hier Waldgärten ein Stein sein. Denn es wird argumentiert, dass Waldgärten besser in der Lage sind, ökonomische, ökologische und soziale Ziele zu erfüllen als extraktive und spezialisierte intensive Systeme. Waldgärten sind nämlich regenerativ, da sie zum Beispiel das Mikroklima regulieren, den Boden aufbauen, Kohlenstoff speichern, Lebensräume schaffen und den Wasserkreislauf verbessern. Sie lösen den Konflikt zwischen Waldflächen versus Lebensmittelanbau, da sie beides verbinden. Und sie verbinden außerdem Biodiversitäts- und Produktivitätsziele. Sie sind außerdem wesentlich resilienter als Monokulturen, da Vielfalt auch hier von Vorteil ist. Und die Nachahmung der Natur in der Nahrungsmittelproduktion ist in indigenen und traditionellen landwirtschaftlichen Produktionssystemen immer noch üblich und reicht mehr als 4000 Jahre zurück. Das heißt, wir sehen, dass das wirklich nachhaltig und auch eine langfristige Lösung sein kann. Was ich euch hiermit auf den Weg geben möchte, ist, dass die Situation momentan wirklich dramatisch ist, aber es gibt Lösungsansätze. Aber wir brauchen Menschen, viele, viele Menschen, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Wir können das nur gemeinsam schaffen, wenn alle sich für ein gerechteres Morgen einsetzen, auf dem wir auf einer gesunden Erde leben. Noch ist es nicht zu spät und gemeinsam können wir eine wunderbare Zukunft möglich machen. Aber wir müssen da auch alle mitgestalten und aktiv ins Handeln kommen. Danke. Liebes Publikum, das war die zweite Starterin im Wettbewerb heute Abend, Johanna Liebmann. Du kannst es kurz anlassen, ich habe noch zwei Fragen. Okay. Ich habe drei Fragen. Ah, machst du noch mal Klick? Ah, hier steht schon, the template was created by SlidesGo. Das sind mal coole Templates gewesen. Danke. Das sah schon sehr gut aus. Und wie finden die Mitarbeitenden das, wenn du denen dann sagst, hör mal, das ist ein schöner Waldgarten, den ihr habt, aber ich glaube, ihr habt nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Das finden die nicht so gut, oder? Der Waldgarten, der soll erst im Oktober entstehen, also da steht noch gar nichts, das ist noch so ein Acker. Also, kannst du mitwirken. Ich glaube, das war in Ordnung. Und es ist aber nur so ein Baustein, weil, keine Ahnung, wir können ja das nicht, wir können ja Felder quasi, die, wo Millionen Tonnen, keine, wie viel ist auf einem Feld, wo ganz viel Weizen oder Mais oder so ist, das kann ja dann letztlich nicht alles durch Waldgärten ersetzt werden, aber es ist so ein Baustein, sagst du quasi. Genau, also natürlich kann man mit einer Lösung, sage ich mal, nicht alles lösen. Wir müssen einfach da ganz viele Sachen uns angucken, also auch was Lebensmittelverschwendung angeht, muss man natürlich irgendwie ran. Oder ja, wir wollen uns vielleicht auch nicht nur von Früchten und Beeren und Nüssen und Pilzen ernähren oder natürlich kann auch Gemüse wachsen, aber naja, wir müssen halt gucken, dass wir so ein bisschen allen gerecht werden. Wo ist denn hier ein Waldgarten in der Nähe, wenn man sich mal einen anschauen möchte? Gibt es schon einen? Genau, es gibt ungefähr 40 in Deutschland. Es gibt da, ich habe da ein Seminar letztes Semester 40. Dazu gemacht. Ja, es ist nicht so richtig viel leider oder zumindest 40 mit Internetpräsenz. Aber es gibt die Website Waldgartenwelten, wurde in einem Seminar erstellt und da kann man auch ganz cool sich angucken, wo es schon welche gibt. Okay. Ich glaube, der nächste ist in Nieglitz, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, in dem Projekt Wir bauen Zukunft. Und das ist auch kein Mundraub, wenn ich dann da eine Beere nasche? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich in Ordnung. Okay. Ich beziehe mich auf dich, ich sage einfach, Johanna hat es gesagt. Meine Damen und Herren, macht nochmal einen großen Applaus für Johanna Liebmann, die zweite Starterin am heutigen Abend.